Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der... Alter, immer bei der Begrüßung in letzter Zeit. Was ist denn auf einmal los? Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Die letzte Folge war wirklich nicht schön. Zwei unserer Teammitglieder sind gefallen. Günther und Bulbi, Impagator und Bisaflor. Unser Team ist stark geschwächt. Wir rennen jetzt mit Banett, wie auch immer, Puppens und Yugong in der Gegend rum und hoffen, dass es irgendwie klappt. Zudem sind wir underleveled. Sorry, dass ich vielleicht ein, zwei Mal einen Cut setzen muss. Ich bin nebenbei gerade noch am diskutieren mit wem anders. Der hat mir nämlich geholfen, wie meine nächste Randomizer besser werden kann als diese hier. Indem er mir so erklärt hat, wie man eben an sich randomized. Es ist damit jetzt auch schon festgelegt, welches Spiel, aber das verrate ich euch noch nicht. Ja. Da ist Team Magma. Also, wir müssen natürlich trotz allem in der Story weitermachen. Auch wenn es schwer fällt. Und einfach hoffen, dass es irgendwie noch klappt. Und die Challenge nicht bald zu Ende ist. Oder vielleicht, dass wir bald die Liga schaffen. Es wird vermutlich auch fast direkt im Anschluss zu dieser Randomizer die nächste beginnen. Auch weil ich echt gehypt bin. Ich habe geplant, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Nuzlocke mache. Aber ich habe auf jeden Fall geplant, die komplett behinderte Variante zu machen, in der ich auch noch Attacken und Typen und Entwicklungen und alles randomize. Wie gesagt, kann da noch sein, dass manchmal ein Cut kommt, weil ich gerade noch ein bisschen nebenbei mit dem Typen am Reden bin, der mir das erklärt hat. Ehrenmann übrigens ist einer von den Leuten, die immer mal wieder dabei sind bei Cards Against Humanity. Ich überlege gerade, welchen Ingame-Namen der hatte da. Hab gerade ehrlich gesagt keine Ahnung. Space Center. Sind die hier die Keks von Magma? Ich habe keinen Plan, wo die sind. Das werte ich als ja. Ja. So. Oh Gott, kein guter Beginn. Immerhin ist das Ding nur auf 32. So, vierfach Bodenschwäche. Da wird Magnitude 7 schön reinhauen. Meine Frage, irgendwie bilde ich mir ein, dass Was? Dass Stalos eine andere Augenfarbe hatte. Warum eigentlich immer 7? So, hier, dich habe ich übersprungen. Dich mache ich auch mal. Ich kann die Erfahrung gebrauchen. Und solche Gegner sind jetzt nicht stark. Moin, Gildenmeister Leel. Als ob der so knapp lebt. Ja, das war's dann aber auch. Steckdose ist hier... Vor allem jetzt, wenn ich mir das so angucke, ist es wirklich wichtig, dass Steckdose, Tyrann und Vulko am Leben bleiben. Mein anderes Team ist nun mal nicht stark, vor allem Voodoo. Voodoo muss jetzt erstmal warten, bis auch Bob auf einem ordentlichen Level angekommen ist. Ja, Team Magma will hier ihre Scheiße bauen übrigens, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Oh, was ein schwerer Gegner. Wie soll ich denn das nur gewinnen? Ja, niemand kommt an ihm vorbei. Einen Moment, sobald ich an... So, jetzt aber. Wie gesagt, immer noch am Diskutieren. Muss ich, denke ich, nicht jedes Mal nach dem Cut sagen. Ja, okay, der wird mir nicht so viele Probleme machen. Hm. Oh, ja doch, wieder vierfach Bodenschwäche. Das überlebt das Ding nicht. Also ich habe gerade auch mit dem, nochmal diskutiert. Er meint, es wäre nicht so eine gute Idee, alles zu randomisen, was ich ja geplant habe. Aber... Ich bleibe auch dabei. Es wird dann vermutlich eben keine Nuzlocke-Challenge, sondern einfach YOLO, warum nicht? Okay, ich habe
anscheinend gesagt, dass ich die schon bekämpfen will, weil sie so stark sind. Oh mein Gott, der Erste ist tot. Wie konnte ich das nur schaffen? Ist ein teils Eistyp. Und somit auch easy. Oh, der Letzte. Ja, es war wirklich eine sehr riskante Entscheidung, gegen die alle drei zu kämpfen. Oh nein, wie sollte ich das nur schaffen? Ja, genau, halt du da mal die Stellung. Ich bin jetzt, wie man vielleicht verstehen kann, nach der letzten Folge komplett auf Nummer sicher eingestellt. Deswegen zack ins Pokémon Center. Ja, geht nochmal aus dem Weg, bitte. Ne, wenn ich dann wirklich alles randomize, ich weiß, dass das dann komplett RNG-based ist und gefühlt nichts mehr mit Skill zu tun hat. Und eigentlich nicht nur gefühlt, aber YOLO. Warum wollt ihr den Tank Benzin von einer Rakete stehlen? Ah ja. Wir wollen Vulkanen die Luft jagen. Ah ja, schöne Animation. Ja, genau. Doppelkampf. Ich kann die alle benutzen. Ist nicht mein Pokémon, was drauf geht. Ja, nicht mehr als drei. Dann nehme ich meine drei starken. So, Doppelkampf gegen Team Magma, Leader und irgendein Rüpel. Oha! Der kommt mit seinem Dragoran vorbei. Moin, Steven. Oder Troy auf Deutsch. Oh Gott, das ist ja nicht mal nur ein Rüpel. Das ist diese der Magma-Vorstand, der mich schon im Magma-Versteck abgefuckt hat. Kingler, oh Mann. Ja, schön. 42. Jawoll, ja. Ich bin underleveled, falls euch das nicht aufgefallen. Vor allem Pflanze und Wasser, ne? Das ist gerade richtig belastend. Obwohl ich kann zumindest mal... Es ist riskant für Tyrann, das stimmt. Aber ich kann zumindest versuchen... Oh ja, Ehrendragoran! Das wird Kingler nicht überleben. Jawohl. Und jetzt kann ich versuchen, mit dem Fireblast das Bisaflor auszunehmen. Boah, ehrlich gesagt war das halt schon ein bisschen arg riskant. Ja, noch mehr! Noch mehr das Gut gegen Tyrannis. Als ob, leck mich. Ja! Ehre! Crit. So, weiter geht's. Dass das Ding noch lebt, nervt mich ein bisschen. Das 44 will ich übrigens anmerken. Ich bin auf jeden Fall underleveled. Da kann mir keiner was sagen. Das Problem ist halt, dass ich das jetzt auch nicht machen kann. Steckdose kriegt aber schon ziemlich einen mit. Der Bubble Beam ist nicht stark. Okay, es tötet Bisaflor. Pin-Missile ist nicht stark. Absolut nicht. Dann noch mit einberechnet, dass physisch sinnlos ist auf Blitze. Ja genau, die hauen auch ein Dragoran raus. Jetzt müsste ich wissen, was das gegnerische Dragoran angreift. Ich hau auf... Es haut aufs andere Dragoran. Ich hau den da. Okay, Dragoran ist raus. Ein Despota! Ey, es ist so schlimm. Ich muss hoffen, dass Dragoran es irgendwie hinkriegt, vielleicht das Tentadings, Weiterentwicklung von Tentache. Nein! Diese Challenge ist sowas von verloren.
Vor allem, egal auf was ich jetzt reingehe, das Ding wird vom Despota zerstört, das vom, wie heißt das Scheiß? Wie Tentoxa. Ja, sehr schön. Mein Team ist komplett im Eimer. Ich sehe ehrlich gesagt nicht wirklich, wie ich diese Challenge noch schaffen will. Ich sehe keine Möglichkeit, wie ich das schaffen kann. Das Ding muss auf jeden Fall raus. Tötet das gegnerische Dragoran. Ja, Rock Slide. Und schon ist das ein... Yay, neuer Kommentar, Leute. Schön Kommis schreiben. Digga, Double Team doch nicht. Ich brauche Hilfe. Nein! Ihr könnt mir nichts sagen. Diese Challenge kann ich nicht mehr schaffen. Mal im Ernst, wir könnten diesen Kampf verlieren. Wir können diesen Kampf gut und gerne verlieren. Vor allem, wenn dieser dumme... Ja. Ja, sehr schön. Verloren. Ja. Sehr gut. Muss ich mir wenigstens keine Sorgen machen. Kann ich mich gleich an die nächste Randomizer setzen. Das macht Spaß. Wir haben noch ein Team. Okay, naja, wir haben sogar noch ein paar Pokémon. Bloß vor allem. Jetzt bin ich gezwungen zu grinden. Weil mit den Leveln kann ich hier sowieso nichts machen. Also ich sag's, wie es ist. Wenn ich diese Challenge noch schaffe, wäre das ein Wunder. Und somit ist mein ganzes ursprüngliches Team tot. Ja. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt... Wir sind jetzt auf jeden Fall in der bestmöglichen Situation für eine Randomizer. Wasser haben wir noch dabei. Das heißt, ich nehme Baldorfisch wird das Pokémon sein, das hier bleibt. Ja. Mein Team ist zu stark. Ich habe noch einen minimalen Hoffnungsschimmer gefunden. Hier unten ist noch eine Route, wo ich einen Encounter habe. Bitte, Gott. Bitte. Okay. Okay. Auf jeden Fall nicht das Schlechteste, das ich hätte encountern können. Das Ding muss ich fangen. Ich brauche dieses Teil gerade richtig dringend. Ich meine, ich habe schon Boden-Pokémon. Aber wirklich, es ist besser als nichts. Nein, nein, hit dich nicht selber, hit dich nicht selber, hit dich nicht selber. Oh Gott, Herzinfarkt. Auch wenn ich mich frage, warum ich das überhaupt mache, die Challenge ist sowieso rum. Ich habe noch einen Sandslash. Dann mache ich mich mal weiter ans Leveln. Ich habe leider keinen Cheat für Rare Candy gefunden. Das wollt ihr vielleicht sehen, merke ich gerade. Beyblade entwickelt sich. Ich habe jetzt doch was gefunden, wodurch ich mir Rare Candies ercheaten konnte. Und sobald ich das erste verfüttert hatte, hat Beyblade sich gedacht, komm, ich entwickle mich mal. So. Damit hätten wir schon mal ein etwas stärkeres Pokémon. Ich werde mich ein bisschen über die Gegner bringen, damit ich eine Chance habe. Ich denke vielleicht so gegen 45, 46. Hyper Beam. Fakt ist nicht die beste Attacke für eine Randomizer. Ich lasse es. Ist vielleicht dumm, aber ich mache weiter dann. Ihr seht nichts. So, nach einer anstrengenden Grinding-Session haben jetzt alle Pokémon, die ich dabei habe, Level 6... was mir gerade auffällt, geschlechtslos, weiblich, 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 weiblich. P-
Penis ist weiblich. Ja. Die Movesets sind zu großen Teilen, vor allem Alter Formio, ist so schlecht. Das Ding... Hilfe, ich hab echt überlegt, ob ich stattdessen lieber den dritten Wassertyp reinnehme. Sting kann gar nichts. Ente ist auch immer noch ziemlich schlecht. Bob hat ein sehr gutes Moveset, Beyblade bin ich auch zufrieden mit. Okay, jetzt aber erstmal taktisch denken. Ich glaube, sie leaden wieder mit denselben Pokémon. Das hieße mit Bisaflor und... Warte, war das... Nee, das erste... Scheiße, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob Tentoxa schon das erste war. Wenn ja, dann wäre auf jeden Fall Girafarig meine Wahl. Nee, warte, was laber ich? Psycho ist stark auf beide. Psycho ist stark auf beide, also wäre Girafarig meine erste Wahl. Also, nächster Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, haben wir, Baldur, den einsamen Rächer. Ich vertraue auf die Stärksten. Ja, das Team bleibt gleich beim anderen. Kingler war zuerst. Ah. Ihr seht hier die Attacken. Psybeam. Nimm das Kingler raus. Ich werde auf keinen Fall Bisaflor one-shotten. Oh, war deutlich knapper, als ich dachte. Vor allem dadurch, dass es jetzt noch den hat. War zwar ein bisschen verschwendet, aber... Komm. Girafarig, du bist gut drauf. Berlin, sei dir gut drauf. Ich nicht. Sorry. Ich merke auch gerade, dass es tatsächlich ein bisschen was ausmacht, dass ich einen Bildschirm etwas höher schieben muss, weil zum Beispiel... Also man erkennt, dass es ein Dragoran ist, aber man sieht es halt nicht in voller Größe. Ich gehe nochmal da drauf. Mann, warum gehst du denn auf das Ding? Es wäre tausendmal schlauer andersrum gewesen. Aber ich habe noch nicht mal Damage genommen. Ja. Da ist das Despotar. Hat keinen Effekt, mein Move. Ich hab voll Angst, wenn das jetzt Unlicht benutzt, dann kann ich... Ich muss auf Bob. Rock Slide ist stark. Aber Dive und Surfer... Jawohl! Ja! Das Team hat's geholt. Es gibt Hoffnung! Es gibt noch Hoffnung! Alle sind dumm. Wenn Team Magma falsch riecht, ist Team Aqua dann genauso kacke? Okay, ja, hier, komm nach Hause. Ich lebe übrigens hier. Ja. Der gibt mir jetzt eine Belohnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was. Obwohl... Oh, bitte sag, dass es ist, was ich denke. Nee, übrigens, welches Haus ist es? Das hier ist dieses Kack-Kampfhaus. Ich hab einen Schutz aktiviert! Hä? Das ergibt nicht mal Sinn! Hier. Günther, hier ist nicht viel, aber ich wohne hier. Taucher. So, Taucher können, denke ich mal, zwei meiner Pokémon... Da waren keine Rare Candies! Tatsächlich ne... Was? Hä? Ein Moment. Ich hoffe, ich habe jetzt mal ein bisschen mit den Cheats was verändert, die garantiert nicht angeschaltet sind. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das wieder anders wird und dass mein Enturon kein schlechtes Ei bleibt. Schlechte Eier können ja auch gar nicht schlüpfen, oder? Ich teste es einfach mal ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder. Ehrlich gesagt, ich sage, wir sehen uns gleich wieder, obwohl ich sowieso zu faul sein werde zu cutten. Aber jetzt mal im Ernst, warum ist mein Enturon zu einem schlechten Ei geworden?
What the fuck ist denn das? Geil! Dieses schlechte Eck ist zustande gekommen, weil die Speicherdatei kaputt ist, nenne ich es mal. Wisst ihr, was das Tollste ist? Es wird seiner hohen Wahrscheinlichkeit nicht schlüpfen. Wenn doch, dann wird es lediglich, dann wird es ein shiny Bisasam, das jedoch unsichtbar ist. Und das Problem ist... Hä? Okay, da stand, dass man das angeblich nicht bewegen kann, sondern im Inventar behalten muss. Ja, gucke ich mal, ob ich irgendwann da noch was machen kann. Ich level kurz nochmal mein, bevor es weitergeht, mein Sandama hoch, das jetzt stattdessen mitkommt. Also, ich muss jetzt natürlich erstmal wieder eine große Grinding-Session anlegen, deswegen seht ihr gleich auf jeden Fall einen Cut, denn ich muss auf die letzte Route und viele Pokémon besiegen. Digga, willst du mich verarschen? Das ist ja richtig schlecht. Wäre natürlich jetzt auch sonst... Wäre ja irgendwie unfair, wenn ich irgendwie cheaten würde, um es zu leveln. Wo wir gerade beim Thema sind, schreibt mal eure Meinung zu cheaten in die Kommentare. Ich bin ja voll und ganz dagegen. Alter, bist du scheiße? Willst du mich irgendwie flachsen? Ich bin voll und ganz dagegen, irgendwie Pokémon leveln oder so durch Cheaten ist ja mal richtig. Wer macht sowas? Jetzt mal ganz im Ernst. Da muss man doch echt komplett asozial für sein. Oh, habe ich mich nicht geheilt? Übrigens, das habe ich gesehen, dass es das hier gibt. Noch, ich bin mit Sandama zufrieden. So, aber Leute, wenn wir diese Challenge noch schaffen, ich sag's wie es ist, es würde mich krass wundern, wenn wir es noch irgendwie hinkriegen könnten. Hier kann man überall tauchen. Ah, hier habe ich auch einen Encounter. Hier habe ich einen Encounter. Wenn es hier welche gibt. Gibt's Unterwasser? Das ist anderes. Also ich zähle, wenn es hier irgendwas gäbe, Unterwasser als einen Bereich. Es heißt überall Underwater, auch wenn es zu verschiedenen Routen gehört. Ich gucke jetzt mal, aber ich glaube, hier gibt es gar keine Encounter. Deswegen gehen wir hier in diese Höhle, wo bereits Submarine Explorer 1 von Team Aqua ist. Und wir müssen sie jetzt verfolgen. Sag mir, dass irgendwer meiner neuen Teammitglieder Stärke kann. Stimmt, Rock Smash habe ich ja auch nicht mehr. Du hast kein gutes Moveset. Hier, Stärke ist halt einfach, obwohl wegen der hohen Crit Rate. Nein, ja. Was kann denn was hat Girafarik, das raus könnte? Ja, das. Dann kann irgendwer Rock Smash. Rock Smash ist halt eine Attacke, die will man echt nicht drin haben, um ehrlich zu sein. Mal ernst, warum kann sowas nicht vor Mio? Ich meine, der hat keine Arme, aber der ist sinnlos. Komm, Defense Curl geht raus. So, und hier sind jetzt auch entsprechend dem Setting nach Aquakeks. Ja, das Ding hab ich leider nicht mehr. Aber es ist ein Psychomon, deswegen wird mein Shadow Ball reinballern. Oder ich bin gerade komplett lost. Warte.
Das Ding ist, glaube ich, only Wasser und ich bin hier das ich hab hier das Psycho-Pokémon. Bra, bin ich schlau. Ja. Jetzt habe ich zum Glück ein sehr stabiles Level. Bob kriegt noch einen Up. Wie ein Mario Bros, Alter, einen Up. One Up. Oh Gott, was ein Dede. Warum Schieberätsel? Jetzt mal ganz for real. Ich weiß jetzt schon, dass ich hier sacken werde. Ich kann entweder da runter oder hier hoch. Das Problem ist, dadurch, dass ich das gemacht habe, kann ich den jetzt... Ah doch, kann ich sogar. Ich gehe mal hier rein. Und jetzt bin ich wieder... Stimmt, hier habe ich ja einen Encounter! Und zwar ein Wassermon! Boah, wie schwäche ich denn das? Shadow Ball ist nicht stark. Ja, okay. Ich hätte aus Versehen fast einen Meisterball geworfen, Alter. Ich habe schon zu lang kein Safe State gesetzt. Ich sollte das mal machen hier. Nee, Nickname kriegst du nicht. Aber lieber hab ich die Pokémon als nicht. Ich denke, das versteht man in meiner Situation. Diese Challenge ist wirklich an einem Punkt angekommen. Genau wie dieses Rätsel. Na, fail. Warte jetzt. Andererseits, wenn ich jetzt... Ich verstehe diese Rätsel nicht. Warte, so schwer ist das doch gar nicht. Oh Gott, jetzt habe ich hier noch ein komisches Surfer-Rätsel. Die wollen mich schon fertig machen, oder? Hä, das führt mich doch beides zum selben Fazit, und zwar wieder zum Anfang. Ja, hier gibt's auch noch Pokémon. Und zwar offensichtlich nicht gerade starke. Ich weg übrigens mal. Das führt mich alles zum selben Punkt. Mann, wie gern würde ich das jetzt fangen. Hä, hey, jetzt mal ganz for real, wie komme ich denn hier weiter? Ach, warte. So. Da kann ich nicht weiter. Das hier bringt mich alles zum selben. Da unten würde ich zurückkommen. Es muss eigentlich... Nee. Oder? Doch. Doch, doch. Och, nö. Hä? Habe ich jetzt die Wahl, ein unnötig kompliziertes Schieberätsel zu machen? Okay, so viel dazu. Ich wollte gerade fragen, ob ich die Wahl habe, unnötig schweres Schieberätsel oder zwei Aqua-Mitglieder zu machen. Das Rätsel war nicht schwierig. Oh, warte, das eine ist Admin. Das eine ist ein fucking Aqua-Admin. Nochmal dasselbe. Nein! Alter, es läuft nicht. Es läuft nicht. Beyblade schmeißen.
Also, ich muss sagen, ich sehe gerade das Ding als größere Bedrohung. Genau wegen sowas. So, einfach um sich selber zu schützen. Okay, schön. Wir haben noch einen Slow King. Alter, mir fehlen meine Elektroattacken jetzt schon. Beyblade bleibt mal drin. Ja, natürlich bleibt Beyblade drin, ich Idiot. Der haut einen Shadow Ball raus. Bob geht mal raus und stattdessen kommt Voodoo. Und jetzt kriegst du... Der hat halt echt keine guten Attacken. Jetzt mal for real. Shadow Ball, Nightshade raus. Jawohl, gewonnen. An Awakening bringt mir nicht sonderlich viel gegen eine Paralyse. Habe ich noch Supertränke? Nein. Ich habe einen... Bob kriegt man nicht tatsächlich, weil der nicht vorne steht. Ey, nee. Schwablu. Also, es gibt bestimmt Leute, die sich jetzt aufregen werden, weil ich so schlecht... Das war nicht geplant. Jetzt mal im Ernst, ich hätte es geschafft, wenn der nicht... Oder? Nee, hätte ich nicht. Ich weiß aber, wie es geht. Und zwar muss ich den verschieben. Zack. 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 Nee, warte, scheiße. Das geht ja gar nicht, ich Idiot. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich mache jetzt gerade einfach nur noch Scheiße. Oh, es sagt, das wird noch dauern. Viel Spaß beim Zugucken. Ich schieb mal dich hoch. Jetzt mal im Ernst, ich kann die, die ich verschieben will, gar nicht verschieben so. Nee, hä? Irgendwie glaube ich es zu wissen, andererseits auch nicht. Wenn ich jetzt... Mann, jetzt gibt mir nicht auch noch sowas. Wenn wir so machen, dann geht's schon wieder nicht. Hä? Was hatte ich überhaupt für die Idee? Ich kann meinen eigenen Ge... Oder? Doch. Der Moment, wenn man seinen eigenen Gedankengang nicht mehr nachvollziehen kann. Ich weiß, dass ich noch einen Bereich weiter vorne übersprungen habe, aber ehrlich gesagt, nein. Ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Das war... Oh! So, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hoffentlich noch etwas erreichen, nachdem heute 3 weitere Tode waren. Ciao.